Und damit ein herzliches Willkommen. Wir stellen das mal lieber nach da oben, sonst sieht das irgendwie ein bisschen weird aus, wenn ich von so weit unten gefilmt werde. Ich habe übrigens, meine Haare sind geschnitten, sie sind wieder kurz. Naja, darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Im Endeffekt ist das nur eine kleine Livestream-Erinnerung, dass ich heute um 18 Uhr wieder Clash of Clans streame. Ich sitze gerade hier und möchte von der kleinen Scarf-Figur den Flügel wieder annähen, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich habe mir hier so Uhu-Sekundenkleber besorgt. Das heißt, wenn wir heute Abend die Finger zusammen kleben, dann wisst ihr wieso. Ja, ich wollte euch nur daran erinnern, um 18 Uhr geht's los. Der Link zu meinem YouTube-Kanal ist unten in der Beschreibung. Ich glaube, ich muss das einmal reindrehen, dann ist das offen. So, und da ich JohnJohn21 bin, verlinke ich euch den Uhu-Kleber noch unten in der Beschreibung. Ja, wie gesagt, wir zocken heute wieder Clash of Clans für 2 Stunden von 18 bis 20 Uhr, so wie jeden Donnerstag. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Ich klebe jetzt hier in aller Seelenruhe den Latin Scarf noch. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich bin nächste... Wie kann man hier den Kleber? Ich krieg den Kleber hier nicht ordentlich raus. Ah, jetzt. Ich bin nächste Woche nicht da, bin auch schon kräftig am vorproduzieren, dass ihr ordentlich Videos habt nächste Woche. Ich bin nächste Woche in London von einer Gaming-Firma, soweit kann ich schon mal erzählen, von einer Gaming-Firma eingeladen worden, sie zu besuchen. Und ich werde das Ganze auf jeden Fall auch vloggen und wollte einfach nur mal mich mal wieder darin trainieren, in diese Kamera zu starren. Und ich hoffe, das hält jetzt. Oh Gott, ne, das hält natürlich nicht. Ich glaube, das muss man ein bisschen länger tragen. Da steht Sekundenkleber drauf, aber im Endeffekt klebt das gar nicht in Sekunden. Und ja, der nette Scarf braucht seinen zweiten Flügel zurück, weil das sah irgendwie schon immer ein bisschen bescheuert aus, wenn er hier immer nur mit einem Flügel rumsaß. Ich drücke das da jetzt einfach nochmal eine Minute dran. Und ansonsten, ihr wisst, wie es funktioniert, beziehungsweise wann der Livestream und wo der Livestream losgeht. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder die 1000 Viewer knacken würden. Also kommt einfach alle vorbei. Es gibt, wie immer, wie ich das jetzt eingeführt habe, immer nach jeder Werbepause einen Base Review zu gewinnen. Und ich würde sagen, für alle neuen Subs gibt es heute auch Base Reviews. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut vorbei. Bis dahin. Ja, der Flügel ist gerade wieder abgebrochen.